zu Lebenshilfe Live. Ich bin Tanja Heitking, die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Gifhorn, und ich bin außerordentlich glücklich, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Nährlich. Ich glaube, ich muss nicht sagen, wer Herr Nährlich ist, ich sage es aber trotzdem, der Bürgermeister von Gifhorn. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Toll, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Was verbindet Sie mit der Lebenshilfe? Das würde mich am meisten interessieren. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also ich kenne einige Leute, die bei der Lebenshilfe wohnen oder arbeiten. Und das Schöne ist, wenn ich die treffe und mit denen spreche oder sie mich mal anrufen, merke ich immer, wie positiv das ist, wie gut es ihnen tut, diesen Job zu haben, diese Wohngemeinschaft zu haben. Aber das ist jetzt schon so ungefähr 10 Jahre her, 15 Jahre her vielleicht. Da habe ich auch mal ein Tagespraktikum bei der Lebenshilfe gemacht, habe gesagt, ich will mal gucken, wie es da funktioniert, wie die Stimmung ist, und habe Paletten gebaut. Und das war auch ein toller Tag, habe ich auch tolle Mitarbeiter und Mitarbeiter der Lebenshilfe kennengelernt, und das alles im Paket hat dafür gesorgt, weil ich sowieso ein Vereinsmensch bin, dass ich natürlich auch Mitglied bei der Lebenshilfe geworden bin, und weil ich sage, Lebenshilfe in Gifhorn, das ist echt nicht nur ein toller, starker Verein, sondern eben auch der Ort, wo viele ihren Job haben, der Ort, wo viele wohnen, das möchte ich gerne unterstützen. Und die Lebenshilfe gehört schon so lange dazu, das war ja schon vor Ihrer Zeit so, 58 Jahre Lebenshilfe. Genau, Palettenbau ist ein gutes Stichwort. Viele wissen gar nicht, dass es nicht nur um die Frage geht, beschäftigen wir Menschen mit Beeinträchtigung, sondern wir produzieren tatsächlich für den Bereich Gifhorn. Wir haben auch eine Wäscherei und Brennholz. Wenn man einen Kamin hat, kriegt man von uns. Und wir verköstigen auch viele Kindergärten in Gifhorn. Auf der einen Seite Arbeitgeber, auf der anderen Seite eine Bereicherung für den Ort hier, für die Region. Also für Menschen, die Autos mögen. Ne? Das, ich weiß aus eigener Erfahrung, aber auch aus meinem Bekanntenkreis, die Autos werden top aufbereitet. Bei der Lebenshilfe erkennt man eigentlich nicht wieder ganz hohe Qualität. Und es gibt eben auch seit Jahrzehnten so Sachen, die gehören zu Gifhorn dazu. Also ich weiß, dass fast alle Gifhorner und Gifhorner zum Adventsmarkt gehen. Das ist ein Highlight, wirklich hier in unserer Stadt. Alles ist zugeparkt, da sind Menschen, hunderte von Menschen unterwegs. Und das ist ehrlich gesagt auch immer so, wenn ich zu spät komme, kriege ich keinen Adventskranz, kein Gesteck. Es ist auch alles einfach ausverkauft, weil es toll ist. Und das ist eben auch so der ganze gesellschaftliche Bereich in unserer Stadt, wo die Lebenshilfe eben auch dazu gehört. Und Sie haben auch mitgemacht bei der Lila-Kampagne. Am Tag der Beeinträchtigung haben wir ja hier die Fußgängerzone lila gestaltet, und da haben Sie ja auch die Mühle lila beleuchten lassen. Vielen Dank nochmal dafür, es hat viel Freude gemacht. Bei Mühle fällt mir gerade ein, da gibt es doch gerade ein Projekt, das Sie haben. Also erstes dachte ich, würde heute auch auf dem lila Sofa sitzen. Das hätte das nochmal auch optisch farblich abgerundet. Aber die Mühle ist in der Tat ein gutes Stichwort. Die Stadt Gifhorn hat im letzten Jahr das Gifhorner Mühlenmuseum gekauft, und dieses Mühlenmuseum hat schon eine große Ausstrahlung, Attraktivität über die Stadtgrenzen hinaus in die ganze Region. Und immer wenn ich irgendwo mal unterwegs bin im Urlaub oder irgendjemand treffe und fragt, Mensch, Herr Nährlich, wo kommen Sie denn her? Ich sage, naja, müssen Sie nicht kennen, das Gifhorn? Doch. Wenn ich dann frage, warum? Na, ich war schon mal im Mühlenmuseum. Und wir haben uns als Stadt in der Verantwortung gesehen, das ist für uns was ganz Neues. Ein Mühlenmuseum als Freizeiteinrichtung jetzt im Eigentum zu haben, und das Ziel ist natürlich, das dieses Jahr auch zu öffnen. So, Stichtag ist der Mühlentag, das ist immer Pfingsten, und da wartet natürlich viel Arbeit für uns. Wir hoffen aber, dass wir weiterhin ein tolles Highlight mit diesem Mühlenmuseum für unsere Stadt, für die Region, für die Attraktivität, für den Tourismus, für die Wirtschaft haben, aber das ist auch ein Projekt, das uns als Stadtverwaltung, als Rathaus erfordern wird. Ich finde das super. Ich denke, das wird so ein Ort sein, wo man mal hingeht und was erleben kann. Ich freue mich sehr darauf. Jetzt wissen auch alle Bescheid, wann es eröffnet wird. Mir ist auch wichtig zu sagen, es ist schön, dass Sie Mitglied im Verein sind, weil wir brauchen Unterstützer. Ja, viele fragen sich so, warum sollte ich Mitglied im Verein der Lebenshilfe werden? Menschen mit Beeinträchtigungen werden immer noch zu wenig gesehen, und im Verein zu sein heißt ja nicht nur 30 Euro im Jahr zu bezahlen, sondern heißt, dass man mitreden kann, mitgestalten kann und Einfluss nehmen kann, was sie ja auch tun. Und deswegen freuen wir uns über jeden, der sich entscheidet, uns zu unterstützen auf diese Weise und auch für die Menschen mit Beeinträchtigungen zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und alles Gute. Danke, gleichfalls.
Musik.